Guten Morgen, hallo wach. Wir haben den 20. August, das ist rund 7 Uhr. Und in diesem kleinen Clip geht es um den Nasdaq. Da ist mir was aufgefallen, das sieht man nicht allzu oft und das wollte ich zumindest noch rüberrufen. Und zwar geht es mir um das Signal der gleitenden Durchschnitte. Ich habe hier eine schwarze Linie, das ist der 10-Tage-SMA, Simple Moving Average, und das hier ist die Mitte der Bänder, 20-Tage-SMA. Die brechen gerade. Und ich wollte das euch mal zeigen. Das ist ein relativ seltenes Signal, funktioniert aber beim Nasdaq erstaunlich gut. Das hier sind die Kurse von 2020 und ich wollte es nochmal nachvollziehen. Verkaufssignal greift, Kaufsignal greift, das ist das zweite. Verkaufssignal greift, nicht besonders viel, aber es greift. Das dritte. Kaufsignal greift, Verkaufssignal greift, nicht viel, aber auch hier, es hat gegriffen. Kaufsignal greift bis hier oben hin. Verkaufssignal, auch gut. Kaufsignal braucht ein bisschen, aber es ist in Ordnung. Verkaufssignal, auch gut. Kaufsignal, auch gut. Das sind jetzt 10 Mal in Folge, wo die gleitenden Durchschnitte gut gegriffen haben. Und genau das machen wir gerade eben auch, dass der Zehner den 20er nach unten unterschreitet. Also in dem Fall nicht gut. Es kommt aber Folgendes hinzu. Ich gucke jetzt hier mal auf die Woche. Wir haben ein Verkaufssignal über das MACD. Wir sind extrem überkauft in der Stochastik. Die traditionelle Sichtweise ist kurz vor einem Verkaufssignal. Hier oben bildet sich so ein kleines Top in der Nähe des oberen Bollinger Bandes. Das hier war in der Vergangenheit eine ganz gute Unterstützung. Die wurde immer mal kurz unterboten. Hier, in diesen 5 Folgen oder hier. Aber letztendlich hat die 20-Wochen-Linie eigentlich immer ihren Job getan und die ist momentan bei 14.275. Zurück zum Tag. Wir haben auch noch, das kommt hinzu, super enge Bänder. Das untere ist 14.896, machen wir mal 14.900 raus. Und hier oben 15.218. Das ist sehr eng, auch verglichen mit der Historie ist das super eng. Und wir gehen da raus und retten uns gestern nochmal rein. Soweit noch in Ordnung. Hier ist der Bruch und er ist jetzt bei 15.047. Das ist für mich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Marke jetzt. Ich glaube fast nicht, dass vor dem Hintergrund der wöchentlichen Technik und auch hier über den Tag hinaus, das sieht nicht so prickelnd aus, dass wir das überschreiten. Aber das All-Time-High ist ziemlich hoch, das muss man einfach sagen, also ziemlich nah, 15.179. Das heißt, von hier aus kann eine größere Bewegung starten. Sollten wir, was ich nicht glaube, ein neues High machen, 15.179 mit Schlusskurs überbieten oder noch besser gleich die 15.218, hier das obere Band, dann ist wieder alles frei. Dann hat er sich da mit Bravour rausgerettet. Aber momentan muss ich einfach eine größere Wahrscheinlichkeit darauf ansehen, dass wir endlich mal wieder die 200-Tage-Linie sehen. Nur mal um das nochmal zum Vergleich. Die haben wir schon ganz lange nicht mehr gehabt. Das war seit 16. April 2020. Das ist also auch schon eine ordentliche Zeitspanne. Vor diesem Hintergrund muss ich einfach davon ausgehen, dass wir tendenziell den Weg nach unten suchen. Die letzte Bastion, letzte Unterstützung ist diese hier, 14.446. Sollte das auch fallen, gibt es nichts Positives mehr, weder im Chart noch in der Technik. Nochmal, die Wochentechnik fällt mir auch nicht. Wir handeln im Moment jetzt hier um 7 Uhr bei 14.919. Also ich rate hier echt zur Vorsicht. Sollte der hier rausgehen, habe ich euch, was ich also nochmal nicht glaube, habe ich euch diesen Schein hier mitgebracht. Das sind 14.317er. Da sind wir also hier drunter, unter diesem Punkt. Und hätten noch genügend Zeit, den zu stoppen. 14.317, das ist momentan 24er Hebel, die Kennnummer GH84 AZ. Den Put kann ich ziemlich nah rannehmen. Und zwar etwas über das obere Bollinger Band bei 15.200. Ich nehme unlimitierten, deren Basis sich ja jeden Tag ändert. Ich sehe keinen Grund, jetzt irgendwie 15.600er oder 800er zu nehmen. Sowas hier, das passt schon. Das ist ein 33er Hebel. 15.378, da sind wir hier. Für den Fall, was ich nicht glaube,
dass wir ein neues Heim machen, habe ich da also noch genügend Zeit, mich da zu stoppen. Aber den präferiere ich auf jeden Fall. Das ist die Kennnummer GC8S43, unlimitiert, 15.378. Also ich denke einfach, nach diesem Anstieg hier, den wir hatten in dem Corona-Tief, mehr als eine Verdopplung. Der Freund hat sich jede Pause verdient und die kann locker gehen bis zur 200-Tage-Linie 13.522. Ich werde hier relativ negativ. Ich habe auch ein anderes Beispiel noch. Ich hatte letzte Woche einen Film gemacht über Amazon. Das war die Ausgangslage. Ein sensationeller Hammer. Unter die 200-Tage-Linie. Drüber gerettet. Positiv im MACD. Positiv über die Stochastik. Ich habe gesagt, super. Die müssen hier irgendwo reingehen. Am nächsten Tag wird er ein bisschen schwächer. Das ist absolut noch in Ordnung. Der Stop liegt immer kurz unterhalb der Lunte des Hammers. So, und dann macht er gestern das hier, geht durch und geht dann noch weiter durch. Das war eine hervorragende Ausgangslage und hat völlig versagt. Ja, das muss ich ehrlich sagen, das hätte ich auch nicht gedacht. Hier dreht alles dann dementsprechend wieder runter. Hätte ich so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch gestoppt worden. Blöder Trade. Ja, aber das passiert nun mal. Aber worauf ich hinaus will, ist, der hatte eine super Chance und hat sie nicht genutzt. Und Amazon ist nun mal einer der Werte, der im Blickfeld der Trader liegt. Also ich werde hier insgesamt sehr vorsichtig, insbesondere jetzt für den Nasdaq. Lassen wir die Amazon mal beiseite. Mir gefällt das hier nicht. Ja. Und den letzten Schuss gibt es hier. 14.453. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.